Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und in dem heutigen Video machen wir uns mal wieder die Energiewirtschaft ganz besonders einfach und klären den Begriff Lastmanagement oder auch Demand-Side-Management, kurz DSM, zu Deutsch nachfrageseitiges Management. Das ist so ein Begriff, den hört man in den letzten Jahren immer mal wieder, der ging relativ gut herum, aber was steckt dahinter? Schlussendlich geht es darum, dass wenn wir eine Ungleichheit im Stromnetz haben, wir haben eine zu hohe Nachfrage, dass wir dann die Nachfrage aktiv verringern, um nicht das Angebot erhöhen zu müssen. Normalerweise würden wir sagen, wir haben zu viel Nachfrage, dann müssen wir das Angebot erhöhen und müssen neue Kraftwerke anschalten bzw. mehr Anlagen anschalten. In dem Fall sagen wir uns aber, wir können das nicht oder wir wollen das nicht und deswegen wollen wir die Nachfrage, den Bedarf, den Strombedarf aktiv verringern. Und das ist eben das Lastmanagement, das ist das Demand-Side-Management. Das bietet sich jetzt erstmal auf verschiedenen Ebenen an. Wir können sowas machen, indem wir zum Beispiel Anlagen herunterfahren, die in diesem Moment gerade Strom verbrauchen. Das können wir technisch zum Beispiel umsetzen durch die klassische Rundsteuertechnik oder modern über dann eben das Smart Metering, indem wir eben sowieso ein intelligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung an den Geräten oder in der Infrastruktur haben und darüber praktisch aus der Ferne auf den Knopf drücken können und dann praktisch dort eine Regulierung an der Anlage im Maschinenpark oder was auch immer stattfindet. Ein sehr dankbarer Anwendungsfall für sowas sind zum Beispiel Kühlanwendungen, also zum Beispiel ein Kühlhaus, weil der Kühlungsvorgang ja relativ träge ist. Und wenn wir sagen, wir unterbrechen die Kühlung für einen gewissen Zeitraum, dann heißt es ja nicht, dass sofort es alles kälter wird und deswegen die Kühlkette unterbrochen wird, sondern dass ja nur demnächst mal wieder aktiv gekühlt werden müsste, damit die Temperaturen nicht zu sehr ansteigen. Und genau sowas bietet sich super an, um einfach mal für eine gewisse Zeit den Strom abzunehmen, nicht mehr aktiv zu kühlen. Der Prozess als solcher wird nicht wirklich dabei aufgehalten und wir haben es aber geschafft, hier den Verbrauch zu senken. Genauso gut sind da verschiedenste industrielle Anwendungen, passend zum Beispiel auch sowas wie Pumpen oder auch Verdichtungsstellen, bei denen zum Beispiel Gas verdichtet wird. Sowas kann zum Beispiel unterbrochen und verschoben werden, ohne dass der Gesamtprozess im Regelfall wirklich ja, Schaden nehmen würde. Regulatorische Rahmenbedingungen dafür gibt es teilweise zum Beispiel in der APLAV. Das ist die Verordnung für abschaltbare Lasten. Und wenn ihr das hört, dann denkt ihr vielleicht schon direkt an die allbekannte Umlage in der Stromrechnung, die APLA-Umlage, die Umlage für abschaltbare Lasten. Da geht es eben genau darum, dass es nämlich eine Vergütung für die industriellen Anwender und wer auch immer gibt, bei denen praktisch so ein Lastmanagement stattfinden könnte. Und die Vergütung muss ja irgendwo herkommen und die wird natürlich auf die Endkundenabrechnung umgelegt. So kennen wir das ja natürlich. Weitere Anwendungsfälle, bei denen man das gut anwenden könnte, sind auch zum Beispiel Rechenzentren, weil die sowieso sehr viel Strom verbrauchen. Und es ist des Öfteren möglich, dass man die Lasten auf verschiedene Rechenzentren verteilen kann und dementsprechend in diesem Moment an diesem einen Rechenzentrum den Verbrauch verringern könnte. An einer anderen Stelle geht er dann dafür hoch. Und dafür ist halt an genau der richtigen Stelle jetzt der Verbrauch im Stromnetz verringert und damit ist die Stabilität des gesamten Stromnetzes optimiert. Darum geht es schlussendlich beim Lastmanagement. Es gibt, wie gesagt, dafür im Regelfall eine besondere Vergütung, entweder schon allein für das Zurverfügungstellen von Kapazität, die man regeln darf, oder eben direkt für die Anwendung oder auch im Haushaltsverbraucherbereich gibt es dann zum Beispiel spezielle Tarife, wenn man eben sagt, okay, dann lasse ich eben meine Waschmaschine nachts laufen, wenn man sowas machen möchte. Aber das ist das Konzept hinter dem Lastmanagement und Demand-Side-Management. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.